uns am Ende eines DTM-Renntages auch immer noch auf die DTM-Klassik freuen können. Jetzt nämlich ist Zeit für den historischen Motorsport. Und diesmal hier auf dem Red Bull Ring in der Steiermark, da ist die DRM wieder zu Gast. Der DRM Cup, Rennfahrzeuge aus den 70er und 80er Jahren. Und dieses Rennen hier heute und auch morgen, das ist das große Finale des DRM Cup. Hier geht es jetzt darum, den ersten DTM Classic DRM Cup Champion zu küren. Und der Mann, der dafür sozusagen auf der Pole Position steht für den Titelkampf, ist Peter Mücke. Er hat aber eine ziemlich aufregende Nacht hinter sich, kann man sagen, denn es wurde die ganze Nacht geschraubt an seinem Zackspeed Ford Capri, der gestern im freien Training bereits Probleme hatte, technische Probleme. Plötzlich fing das Auto Feuer, das man zum Glück recht schnell löschen konnte. Der Schaden allerdings trotz allem erheblich. Und das Team war die ganze Nacht unterwegs, um das hier wieder zu richten. Man hat geschraubt, wahrscheinlich bis in die frühen Morgenstunden. Ich denke, Stefan Mücke kann uns das genauer erzählen. Stefan, ich habe gerade in groben Zügen euer Abenteuer zusammengefasst von dem Schaden gestern zu heute. Ihr steht im Grid mit einem hoffentlich heilen Auto, oder? Ja, ich hoffe es sehr. Die Nacht war sehr kurz, aber das Auto steht hier auf allen vier Rädern und fährt sogar. Ich glaube, das ist schon ein gutes Ziel gewesen. Wir wollten es unbedingt schaffen, dass er wieder fährt. Ich hoffe, es sind keine Spätfolgen geblieben. Momentan sieht alles gut aus und wir werden es gleich wissen. Ihr habt gerade auch noch mal hektisch die Motorhaube hochgenommen. Was war da noch? Ja, wir hatten heute Morgen im Qualifying so ein bisschen Probleme mit der Ladedrucksteuerung. Das war ein Folgeschaden. Scheint vielleicht noch ein bisschen was da zu sein, aber es sollte zu funktionieren, um das Rennen zu fahren. Alles klar, wir drücken fest die Daumen, denn es geht schließlich um den Titel für den Herrn Papa. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Danke, Stefan Mücke, viel Glück, Peter Mücke. Und übrigens, was der Run gegen die Zeit, gegen die Uhr bedeutet, auch in Bezug auf Reparieren eines kaputten Fahrzeugs, dazu kann auch Michael Mayer eine Geschichte erzählen. Wer die DRM verfolgt hat, den DRM Cup, der weiß auch, dass dieses Auto nach dem letzten Rennen am Nürburgring ziemlich kaputt war. Das Heck total eingedrückt. Michael Mayer am Boden zerstört, denn man weiß, wie viel Arbeit es kostet, diese Autos wieder zu richten und vor allem an die Ersatzteile zu kommen. Das ist gar nicht so einfach. Diese Mannschaft hier hat in der Zeit vom Nürburgring bis hierher wirklich ständig gearbeitet, um das Auto hier wieder in der Startaufstellung stehen zu haben. Man hat am Anfang nicht dran geglaubt und es hat funktioniert. Also für den einen war es ein Sprint über Nacht, um das Auto wieder fit zu machen, für den anderen über vier Wochen. Aber beide stehen sie jetzt hier in der Startaufstellung der DRM, des DRM Cup. Und somit können sie nicht nur Teilnehmer an diesem Rennen, sondern werden sicherlich auch für ein bisschen Show sorgen. Schauen wir mal, ob wir vielleicht noch ganz schnell das Mikro da reinhalten können. Ich glaube, das hat er sich verdient. Michael, ich habe gerade deine Geschichte erzählt. So hart hast du dafür gearbeitet, dieses Auto wieder zu richten. Was bedeutet es jetzt für dich, hier in der Startaufstellung zu stehen? Also es ist natürlich ein tolles Gefühl, mit dem Wagen hier zu stehen, dass wir das geschafft haben jetzt in der kurzen Zeit. Ich habe anfangs nicht daran geglaubt, dass es möglich ist, in drei Wochen diesen aktuellen meistern. Aber es ist für uns das Saisonfinale. Wir waren voriges Jahr schon zum Eröffnungsrennen hier. Und deswegen war es natürlich ein besonderer Anspruch, dass wir starten können. Und ich bin sehr glücklich. Die Bedingungen heute sind sehr gut. Und ich hoffe, dass wir alle ein unfallfreies Rennen haben. Ich wünsche euch alle viel Spaß beim Zuschauen. Super, mein Mikro brauche ich wieder. Auf jeden Fall danke. Viel Erfolg. Michael, genieß dieses Rennen. Du hast es dir verdient. Und ja, ich glaube, also wenn das nicht mehr klappt mit dem Rennfahren, der Michael macht das super auch mit dem Moderieren. Wir sind jetzt natürlich mitten in der Startaufstellung. Wer ganz vorne steht, in der ersten Reihe, das verrät Ihnen jetzt Carsten Krohme und alles Weitere auch. Viel Spaß bei diesem Rennen. Ja, sind wir denn schon live? Ich hoffe doch. Schönen guten Tag hier am Red Bull Ring und schönen guten Tag zu Hause für all diejenigen, die nicht hier sein können. Im Herzen der österreichischen Steiermark zur ersten Meisterschaftsentscheidung, möglicherweise nicht nur an diesem Rennwochenende, sondern auch in dieser DTM-Saison. Der DTM Classic DRM Cup geht in seine alles entscheidende Runde. Die dritte Doppelveranstaltung in diesem Jahr, die Läufe 5 und 6 und jede Menge Dramatik, sowohl im freien Training gestern am Freitag als
als auch im Qualifying heute Morgen. Maren Braun hat das alles schon subsumiert und ein weiteres kleines Drama hat sich in dieser Familie dort abgespielt. Da sehen Sie Max Keinzinger im Porsche 914 6 GT und sein Vater, der liegt an zweiter Tabellenposition, eigentlich mit einem Rogue Porsche 911 Carrera RSR, eine 3-Liter Gruppe 4 Version, der gestern im freien Training allerdings undefinierbare Motorgeräusche von sich gab und dann ist dieses Auto zurückgezogen worden. Das steht inzwischen wieder im Renntransporter und stattdessen geht Ulrich Keinzinger mit einem Porsche 911 ST an den Start. Das ist eine Gruppe 4 Rennversion der frühen 70er Jahre. 1972 kam dieses Auto auf den europäischen Motorsportmarkt, damals mit einem 2,5 Liter Motor und einer Motorleistung von maximal 270 PS. Aerodynamische Hilfen gab es nicht, keinen Heckflügel, keine Abtriebshilfe auf dem Heckdeckel. Das kam erst im August 1972 auf mit dem Porsche Carrera RS und dieses Auto mit dem runden Hintern, einerseits natürlich ästhetisch eine Offenbarung, aber hier auf dem Red Bull Ring natürlich in diesen vielen mittelschnellen Kurven ein kleiner Nachteil, da driftet es sich natürlich ein bisschen mehr. Uli Keinzinger heute Morgen im Qualifying dennoch auf die 14. Position gefahren, da jetzt das Ein-Minuten-Schild gezeigt wird und damit schauen wir hinein in die erste Startreihe. Da sehen Sie Stefan Mücke noch die Startaufstellung verlassen, wirft einen letzten Blick auf den Ford Capri Turbo seines Vaters und ein ähnliches Auto, ich sage bewusst kein identisches Auto, sondern eine Replika des originalen Zackspeed Capri steht in der ersten Startreihe. Mann mit Heimspiel kommt hier aus der Steiermark, der Österreicher Erik Petrakowitz, den sehen Sie hier im Bild mit seinem Remus Ford Capri Turbo. Das ist keines der vier originalen Zackspeed Exemplare aus Niederzissen in der Eifel, sondern das ist eine Nachfertigung, ein sogenanntes Replikat auf einem Stahlgitterrohrrahmen und dort im Bild, da sehen Sie auf der einen Seite den Tabellenführer Peter Mücke auf dem 11. Startplatz und neben ihm in Reihe 6 Michael Mayer, den haben Sie gerade noch im Interview mit Maren Braun gehört. Das ist der Mann, der jetzt 4 Wochen Tag und Nacht gearbeitet hat und diesen Heckschaden von der Startkollision auf dem Nürburgring wieder in Ordnung zu bringen, zu egalisieren. Das ist alles ganz gut gelungen. Ich habe ihn heute gefragt, wie das Auto denn so lenkt und bremst und ob das alles gerade ausfährt, aber da war er mehr als zufrieden mit dem Fahrverhalten seines orangenen BMW 323i Gruppe 2. Ganz vorne in der ersten Startposition ein Schweizer, das ist Michael Kammermann mit dem BMW M1 Gruppe 4, das sehen Sie jetzt, wenn Sie im Livestream zugeschaltet sind, auch in der Grafik. Seine Rundenzeit 1:39.225, eine Gap von mehr als 10 oder 6 Sekunden auf den zweitplatzierten Erich Petrakowitz. Das Ganze hatte damit zu tun, dass es heute Morgen eine längere Unterbrechung gab in diesem Qualifying nach einem Mauerkontakt des BMW M1-Piloten Alois Landler. Dann verblieben 5 Minuten für den Abschluss des Qualifyings. Nur ein Pilot hatte eine gezeitete Runde vorgelegt, alle anderen eben nicht. Und den meisten blieb maximal 2 Runden, um hier auf dem Red Bull Ring auf eine gezeitete Runde zu kommen. Der eine und der andere hat es nicht ganz so gut hinbekommen, ist nicht so schnell in seinen Rhythmus geraten. Und einer der Mitfavoriten, nämlich der Doppelsieger des vergangenen Jahres, der erlitt sogar einen Reifenschaden, blieb im Notausgang stehen und nimmt dieses Rennen jetzt an 23. Position auf. Das ist die Startnummer 6, Ronny Scheer aus Dresden mit seinem BMW M1 Gruppe 4, eingesetzt von Mike Heup aus Simmerath in der Eifel. Er also ganz, ganz weit hinten, der hatte heute Morgen im Qualifying einen aufgeschlitzten rechten Hinterachsreifen und musste jetzt natürlich mit dem drittletzten Startplatz vorlieb nehmen. 25 Autos qualifiziert für dieses erste Sprintrennen über 25 Minuten plus eine Runde. Auch Anton Werner haben Sie da im Bild gesehen mit seinem Audi Coupé Quattro, ganz seltenes Homologationsmodell aus dem Jahr 1981 mit einem 5-Zylinder-Turbomotor, Leistung 360 PS. Anton Werner hat sich auf dem 6. Startplatz qualifiziert, vor ihm der schnellste Porsche-Pilot in diesem Feld, das ist Michael Hess aus Düren in der Voreifel mit dem Gruppe 5 Kraftwalzen Porsche Carrera RSR 3,6 Liter. Der hat etwa 375 PS unter der Heckhaube. Vor ihm Jürgen Schumann im BMW 635 Gruppe 5. Vor einer Woche noch gemeinsam mit seinem Bruder Peter Schumann, mit Joachim Kiesch und mit Olaf Mantai, der große Sieger beim 1000-Kilometer-Rennen auf der Nürburgring Nordschleife. Die haben das Auto in
drei Tagen für dieses Rennen hier nicht nur revidiert, sondern auch kürzer übersetzt, haben das Differential getauscht, haben einen ganzen Tag die Kampfspuren beseitigt von diesen 1000 Kilometern auf der Nordschleife. Und jetzt geht es also auf dem vierten Startplatz für Jürgen Schumann in dieses Rennen hier auf dem Red Bull Ring. Das Feld biegt jetzt in diesem Augenblick ein in die Start- und Zielgerade. Noch ist das Rennen nicht freigegeben, noch ist das grüne Licht nicht geschaltet, ist aber jetzt in diesem Augenblick der Fall und da kommt es zum Beschleunigungsduell auf der langen Geraden in dieser Bergaufpassage in den Rechtsknick hinein. Kammermann bleibt vorne mit seinem BMW M1, der Trainingsschnellste. Dahinter orientiert sich Michael Hess weit nach vorne mit dem Porsche Carrera RSR. Petrakowitz an zweiter Position, der Österreicher im Ford Capri Turbo. Und da pfeilt er bereits heran. Der Tabellenführer aus Berlin-Altglienicke, das ist der 75-jährige Peter Mücke, der bereits jetzt an vierter Position liegt mit dem Ford Capri Turbo. Das 1980 von Klaus Ludwig in der Deutschen Rennsportmeisterschaft gefahrene Originalauto, das jetzt an vierter Position liegt. Da haben Sie beim Schalten mal ein bisschen Rauchwolken gesehen. Da gab es heute Morgen im Qualifying noch ein Problem mit der Ladedruckregelung. Der Lader blieb mit zu viel Ladedruck hängen. Da muss man natürlich dann auch erstmal den Motor abstellen, bevor da was kaputt geht. Jetzt schiebt er sich aber bereits an die dritte Position nach vorn und mit Michael Hess im Paarlauf durch diese Rechtspassage ist aber alles gut gegangen. Und jetzt kommt es wieder zu diesem fast historischen Bild. Zwei Gruppe 5 Capri auf einer Filmaufnahme. Erich Petrakowitz und hinter ihm Peter Mücke. Das hat es tatsächlich 1982 zum letzten Mal in der Deutschen Rennsportmeisterschaft gegeben. Vor 40 Jahren. Schauen Sie sich diese Bilder an. Das ist ein Fest der Formen und der Farben. Da ist der Österreicher Michael Stefni im Bild. Fünftplatzierter mit dem BMW 320 Gruppe 5. Den kennen Sie alle als Organisator des Histocups in Österreich. Mücke jetzt an die zweite Position vorgefahren. An Petrakowitz vorbeigegangen. Die beiden Capri im Paarlauf, dann der schnellste Porsche mit Michael Hess, der Anschluss halten kann an den Österreicher im Remus Capri. Dann folgt an fünfter Stelle jetzt bei Ihnen an der Tribüne in der Vorbeifahrt Jürgen Schumann, Ronny Scheer bereits an die sechste Stelle nach vorne gefahren aus der vorletzten Startreihe. Das war der Mann mit dem Reifenschaden im Qualifying, hat sich jetzt bereits in den Windschatten von Jürgen Schumann begeben und einer ist draußen. Das ist ebenfalls ein Mann mit Heimspiel. Der Österreicher Matthäus Rass mit seinem BMW 2002 ist da weit hinausgefahren in den Notausgang. Weiterer Ausfall, früher Ausfall an der Box, der hat den Helm bereits abgenommen. Der Niederländer Donald Molinar mit seinem gelben Alfa Romeo Montreal Gruppe 4 1976 eingesetztes, sehr, sehr seltenes Auto. Schauen Sie sich mal diesen Motor an, ein absolutes Kleinod. Das ist auch akustisch eine Offenbarung und mit ein bisschen Glück haben wir gleich die Maren Braun bei ihm. Und das ist jetzt in diesem Moment der Fall. Ich gebe ganz schnell runter. Bitte schön. Ja, Donald Monella steht neben mir. Einmal mehr muss er ihn abstellen, diesen wunderschönen Alfa Romeo Montreal, den wir eigentlich so gerne auf der Strecke sehen. Jetzt steht er wieder in der Pitlane. Was ist das Problem? Die Motorhaube war eben auf, jetzt wird sie wieder zugemacht, wissen wir schon. Ja, gestern hat er wirklich wie in Sonne gefahren. Der Motor hat nie so gut gefahren. Aber heute Morgen haben sie für das Wetter ein klein bisschen geändert. Und ja, jetzt haben wir Motorschade. Aber ich weiß noch nicht warum. Wir haben nur ruhig eingefahren und dann, ich weiß nicht, was ist. Oh, das ist wirklich traurig. Zumal ist dieses Fahrzeug, das muss man echt mal sagen, es gibt nur zwei Stück davon auf der Welt, habe ich gehört. Das weiß ich nicht. Ich glaube, ja, zwei sind in Amerika gebaut. Und er hat alles eingepackt. Ja. Also dann werden wir wenigstens noch mal mit der Kamera schnell einen Blick drauf werfen, damit Sie dieses seltene Auto sehen. Und für Donald Monella, Molina. Next time. Danke. Ja, better luck next time. Das fahrende Geschichtsbuch der Deutschen Rennsportmeisterschaft, der Vorläufer-Rennserie der heutigen DTM. Ja, dieses fahrende Geschichtsbuch hat natürlich immer so eine kleine technische Finesse, weil da sind Autos dabei, die sind 40 Jahre alt und älter. Und obgleich die alle exzellent vorbereitet werden, da kann natürlich was kaputt gehen. Da kann natürlich auch mal ein Originalteil brechen. Und dann ist guter Rat teuer und die Beschaffung von Ersatzteilen heute eine besondere
andere Aufgabe. Da geht es nicht nur um Reifen, sondern um alles, was im Moment irgendwie mit technischen Komponenten zu tun hat. Und viele der Fahrer gehen entsprechend vorsichtig zu Werke, weil sie wissen, wenn es hier mal knallt, wenn hier was kaputt geht, dann hat man mindestens ein halbes Jahr zu tun, bis so ein Auto wieder fährt. Das weiß auch Ronny Scheer im Zweikampf mit Erich Petrakowicz. Da wird es aber ganz eng zwischen diesen beiden. Das ist jetzt genau die Stelle gewesen, an der es Alois Landler heute Morgen im Qualifying erwischt hat. Da geht er ganz vorsichtig vorbei, hat ihn jetzt aber passiert und das ist der neue Drittplatzierte, der Doppelsieger des vergangenen Jahres, Mike Heupp, sein Fahrzeugleiter. Der hat heute fast schwärmerisch im Klappstuhl gesessen und gesagt, ach Gott, es wäre so schön, wenn uns das wieder gelingen würde, den Doppelsieg zu wiederholen aus dem vergangenen Jahr, als der DTM Classic Cup noch ein Pilotprojekt war, als es hier am Red Bull Ring vor einem Jahr zu diesem Revival der deutschen Rennsportmeisterschaft kam, wo das Fazit für alle Beteiligten war, Momentchen mal, da müssen wir was draus machen, es muss eine Rennserie werden. Es sind einfach viel zu schöne Autos und im Übrigen habe ich Ihnen auch Quatsch erzählt in der Anfangsphase, denn wenn Sie sich jetzt mal diesen Kraftwalzen Porsche anschauen und durch die Seitenscheibe blicken, dann sehen Sie einen altbekannten Helm. Das ist nicht etwa Michael Hess, der da am Lenkrad wirkt, sondern das ist Otto Rensing aus Jüchen, ehemaliger DTM-Pilot 91 im MM-Diebels BMW von Günther Murmann in der DTM unterwegs gewesen mit dem grün-goldenen BMW M3 E30 und da wieder das Rennen im Rennen der Tourenwagenpiloten. Ulrich Klösser im Mücke Motorsport Classic Ford Escort BDA kontra Michael Mayer im soeben wieder restaurierten und reparierten BMW 323i. Da geht es um den 14. Platz in der Gesamtwertung, aber das fechten diese beiden aus, als ob es um eine Weltmeisterschaft gehen würde. Also absolutes Limit für diese beiden Tourenwagenpiloten. Ein paar Positionen weiter vorne geht es um den 8. Rang zwischen Michael Steffni aus Österreich und dem Landshuter Audi-Sammler Anton oder Toni Werner mit seinem Audi Quattro, der nicht nur mit 360 Turbo PS unterwegs ist, sondern natürlich auch mit diesem Allradvorteil. Das ist einer der wenigen, die sich Regen erhoffen für den morgigen Rennsonntag, weil er dann natürlich mit seinem Allradantrieb wesentlich besser um diese Kurven herumkommt und vielleicht auch noch ein paar Positionen weiter vorne landet. Toni Werner im Augenblick an gesamt 9. Position, weil der große Sieger auf dem Norrisring beim dortigen DTM-Klassikrennen mit dem Audi 200 Quattro Turbo. Das andere Feld, die etwas jüngeren Semester, die in 2 Wochen auf dem Hockenheimring ihre große Saisonabschlussparty feiern werden, dort mit den Läufen 9 und 10. Das soll jetzt aber noch nicht das Thema sein. Jetzt geht es noch einmal um die älteren Semester. Im DTM-Klassik DRM Cup, da verbleiben noch 16 Minuten und 27 Sekunden auf der Uhr und Sie sehen, dass es jetzt für Anton Werner auch im Rückspiegel ein bisschen ungemütlich wird, denn von dem Zweikampf mit Michael Steffni profitiert im Augenblick vor allem der Berliner Malte Müller-Wrede in einem Porsche Carrera RSR. Der hat den Rückstand deutlich verkürzen können auf den vorausfahrenden Audi-Piloten, der sich nicht nur im Rückspiegel des BMW 320 von Michael Steffni zeigt, sondern immer wieder auch aus dem Windschatten herausfährt. Der braucht vielleicht auch die Kühlkapazität, der kann nicht die ganze Zeit im Windschatten verbleiben, denn dieser BMW 320 Gruppe 5 hat einen monumentalen Heckflügel und unter diesem Heckflügel entsteht natürlich ein Vakuum, ein luftleerer Raum, in dem der Audi-Pilot immer wieder hineinfährt. Und da fehlt natürlich dann die Anströmung auf dem Kühler vorne. Und da fährt er immer wieder heraus, um dem Auto entsprechende Kühlluft zuzufächern. Malte Müller-Wrede ist jetzt schon auf Tuchfühlung im gesamt 10. platzierten Porsche Carrera RSR. Also dieser Dreikampf um den 8. Rang im Moment einer der interessanten Aspekte in diesem Feld des DTM Classic Cups. 22 Piloten sind noch auf dem 4,3 Kilometer langen Red Bull Ring unterwegs. Auch Andreas Diering, den sehen Sie hier im Bild in der Überrundung von Hans-Ulrich Keinzinger. Ich habe Ihnen gesagt, der aktuelle Zweitplatzierte in der Punktwertung aus Düsseldorf, der Mann aus dem Enkewerk im Ersatzwagen unterwegs, im Porsche 911 ST, der liegt an 18. Position und das war nicht etwa ein Überrundungsmanöver, sondern es war ein Überholmanöver. Andreas Diering an 17. Position mit seinem BMW M1 Gruppe 4. Auch dieses Auto zitiert eine österreichische Rennsport Legende, denn in diesen Jim Beam Farben war 1979 der unvergessene Österreicher Markus Höttinger in der Procar Serie unterwegs. 1980 verunglückte er dann im Formel 2 Rennwagen auf dem Hockenheimring tödlich, aber an seine Procar Vergangenheit 1979 erinnert Andreas Diering. Boxenstopp für den Neuling in der Serie, das
ist der Porsche 914-6 GT mit Lutz Ilkner. Das ist das gelb lackierte Auto mit den kantigen Kotflügelverbreiterungen. M491 heißt das im Porsche-Jargon. Das ist die Wettbewerbsversion des Mittelmotorsportwagens. Jetzt geht Lutz Ilkner aber wieder auf die Strecke hinaus, fährt mit Max Ilkner gemeinsam. Das dürfte ein Vater- und Sohn-Team sein. Also zwei Mexe im Feld auf den identischen Autos, denn auch Max Kainzinger mit einem Porsche 914-6 GT an 21. Position unterwegs. Die beiden 2-Liter-Piloten haben es natürlich schwer hier auf dem Red Bull Ring. Hier geht es natürlich um Motorleistung in den Geradeauspassagen, auch in den Bergaufstücken. Und das beherzigt der Gesamtführende Michael Kammermann mit seinem BMW M1. Der ist praktisch auf der Flucht vor Peter Mücke, muss jetzt natürlich versuchen, sich irgendwo hinzuretten. 2,2 Sekunden sein Vorsprung vor dem Überqueren der Ziellinie. Jetzt nur noch 1,8 Sekunden. Also der Altmeister aus Berlin pirscht sich heran in seinem Ford Zackspeed Capri Turbo. Und an dieser Stelle ein Riesenkompliment an die Mücke Motorsport Klassikmannschaft aus Berlin-Rotberg, ganz in der Nähe des neuen BER-Flughafens. Die haben die ganze Nacht gearbeitet und die haben ganze Arbeit geleistet. Der Ford Capri Turbo mit dem Vierzylinder-Einzellader, also jetzt wieder auf dem Weg nach vorne. Das könnte sogar noch etwas mit einem Sieg werden, wenn er an Michael Kammermann heranfährt. Hat aber jetzt den BMW M1 von Andreas Diering erst einmal zu passieren. Mit aufgeblendeten Scheinwerfern schleicht er sich heran. Und hören Sie das mal, wenn er vorbeifährt. Dieser Vierzylinder-Turbomotor, der die Basis war für das spätere Formel-1-Engagement von Erich Zarkowski. Wie sich dieser Motor anhört, wenn er dann mal Drehzahl aufnimmt, das ist also wirklich ein großes akustisches Erlebnis auch. Und weil es so viele von Ihnen gibt, die das auch mal unkommentiert genießen möchten, hoffe ich, dass wir eine ereignislose Runde jetzt erwischen, damit wir mal eine Runde Ihnen Radio Silence bieten können. Nur für Sie, eine ganze Runde, nur Motoren-Sound für Sie ab jetzt. Ich gehe mal wieder rein ins Geschehen hier auf dem Red Bull Ring. 12 Minuten und jetzt 50 Sekunden plus eine Runde verbleiben in dieser möglicherweise meisterschaftsentscheidenden Partie auf dem ehemaligen Österreichring mit den beiden Führenden, die Sie jetzt im Bild sehen. Der trainingsschnellste Michael Kammermann im Saugmotor BMW M1 mit 480 PS und dem nachfolgenden Vierzylinder-Turbo mit Peter Mücke. Da eine wunderhübsche Studie des Polen Lukas Rawecki mit seinem BMW 320 Gruppe 2. Einer ganz langsam unterwegs, das ist Franz Straub mit seinem De Tomaso Pantera. Das müssen wir mal im Auge behalten. Und hier eine weitere Studie. Am absoluten Limit unterwegs. Michael Kammermann, der Schweizer, der Gesamtführende im BMW M1. Da wackeln die Scheinwerfer, die Klappscheinwerfer in ihrer Fassung. Also so sehr rattert er da auch über die Abweiser und fordert sich selbst und diesem BMW M1 wirklich alles ab. Das ist aber nicht der Gesamtführende, den Sie hier sehen, sondern der vorhin schon einmal angesprochene Andreas Diering. Das ist der Chefmechaniker des BMW M1-Piloten Axel Hagemann aus Bünde, der ebenfalls in diesem Rennen mit von der Partie ist. Hagemann an 12. Position und einer fällt jetzt zurück und dürfte an die Box gefahren sein. Das ist der Mann mit Heimspiel, Erich Petrakowitz mit dem Ford Capri Turbo Gruppe 5. Da ist die Motorhaube geöffnet, also weitere Kundschaft für Maren Braun möglicherweise. Erich Petrakowitz, der Einheimische. Es hat einen Führungswechsel in der Zwischenzeit gegeben. Peter Mücke jetzt voran auf dem Red Bull Ring. Und wenn er das einfährt, würde es noch einmal volle Punktzahl für ihn bedeuten. Da überrundet er jetzt den eigenen Teamkollegen Ulrich Klösser im Bildvordergrund mit dem Ford Escort BDA, mit dem Hundeknochen Escort. Mücke vorbei. Kammermann sucht seine Chance, weiß natürlich auch, dass da gute 120 PS fehlen im Vergleich zum Vierzylinder-Turbo mit Peter
Futtermücke, der mindestens 600 PS zur Verfügung hat und natürlich diesen Beschleunigungsvorteil in die Waagschale legen kann. Da sehen Sie nochmal den Zweikampf der beiden. Peter Mücke, da züngelt das Turbofeuer aus der Auspuffanlage. Da ist eine Sidepipes-Auspuffanlage montiert. Das war schon in den 80er Jahren so, die unter dem Trittbrett hervorkommt. Und immer dann, wenn das Gas weggenommen wird, dann fördert die Kraftstoffpumpe unverbrannten Kraftstoff immer weiter in dieses Abgassystem hinein. Da entzündet es sich und das ergibt diese lodernden Flammen. Das war auch bei den Porsche 935 sehr, sehr spannend anzusehen. Hoffentlich sehen wir ein solches Auto auch einmal in DTM Classic DRM Cup. Das fehlt eigentlich noch. Es wäre ja fast zu weit gewesen, dass ein Porsche 935 K379 an diesem Rennen teilgenommen hätte. Das Auto ist vergangenen Mittwoch das erste Mal gerollt. Da haben Testkilometer gefehlt. Wenn dieses Rennen hier zwei Wochen später stattgefunden hätte, dann wäre wahrscheinlich sogar ein 935 K3 dabei gewesen. Darauf können Sie sich im kommenden Jahr freuen und jetzt freuen wir uns erst einmal auf die verbleibenden 10 Rennminuten heute hier auf dem Red Bull Ring mit Michael Kammermann in der Verfolgung des führenden Peter Mücke im Ford Zagspeed Capri Turbo. Der andere Capri fährt sofort wieder in den Notausgang hinein. Der hat es versucht, die Boxengasse zu verlassen, Erich Pritrakowitz mit seinem Ford Capri Turbo, aber sofort aufgegeben, sofort sein gelassen. Und da steht er nun im Notausgang. Da kommen die ersten Sportwarte herbei und schauen, was da los ist. Weiterer Zweikampf auf der Strecke zwischen Malte Müller-Wrede, dem Siebtplatzierten im Porsche Carrera RSR, und Michael Steffni im BMW 320 Gruppe 5. Anton Werner inzwischen an die 9. Position zurückgefallen. Franz Straub im De Tomaso Pantera an 10. Position. So sieht es auf den ersten 10 Rängen im Augenblick aus. Da sehen Sie ihn auch im Bildhintergrund. Anton Werner hat so ein bisschen den Anschluss verloren an den Vorausfahrenden Michael Steffni im BMW 320 Gruppe 5. Malte Müller-Wrede, der ebenfalls für die Mücke Motorsport Klassikmannschaft an den Start geht, setzt sich sehr, sehr gut in Szene mit seinem weiß-roten Porsche Carrera RSR. Auch das ein Auto mit großer Rennsport-Vergangenheit. Er ist lange Jahre auf der Nürburgring-Nordschleife unterwegs gewesen in den Langstreckenrennen der 70er Jahre. Unter anderem mit dem Kölner Georg Freiberger. Dieses Auto dann später aus einer Gruppe 3-Version dann umgebaut worden auf den heutigen Gruppe 4-Stand. Homologationsnummer 3053 kennen Sie natürlich alle mit den breiten Backen hinten und den 345 mm breiten Hinterachsreifen. Da ist er gerade mal richtig hart auf die Randsteine gefahren, da hat sie ihn auch mal ausgehebelt. Da ist der Jurist aus Berlin durchaus engagiert unterwegs und fährt jetzt auf dem 7. Rang relativ souverän einher, hat vor sich sehr, sehr viel Luft. Da wird er seine Position aus eigener Kraft kaum verändern können. Und ein weiteres Porsche-Duell jetzt im Bild und auch das hat es in sich. Otto Rensing im Kraftwalzen-Porsche vor Nick Salewski, das ist einer der jüngsten im Feld, 23 Jahre jung, sein Vater ein renommierter Motorenmechaniker Edgar Salewski, der morgen auch im zweiten Rennen an den Start gehen wird. Heute aber der Junior am Volant und schauen Sie mal, wie der Otto Rensing den ehemaligen DTM-Piloten herausfordert. Da muss der schon sehr, sehr tief in die Trickkiste greifen, liegt ein Gesamt-Vierter Position, Salewski Gesamt Fünfter, beide in Gruppe 5 Versionen unterwegs. Das sehen Sie an diesen großen 935 ähnlichen Heckflügeln am Porsche Carrera RSR. Natürlich hier auf dem Red Bull Ring eine besonders gute Aerodynamikkonzeption, weil da drückt es natürlich auf die Hinterachse durch diese großen Heckflügel und das ist natürlich in den mittelschnellen Kurven hier auf dem ehemaligen Österreichring ein riesengroßer Vorteil. Andreas Diering wird überrundet in seinem eigentlich, was die Motorseite angeht, stärkeren BMW M1, aber diese beiden Piloten, das sehen Sie, absolutes Limit und da geht es in den verbleibenden 6 Minuten und 50 Sekunden nochmal mächtig zur Sache. Im Bildvordergrund, das ist Max Ilkner mit dem Porsche 914 6 GT, den haben wir vorhin mal als Boxengast Ihnen präsentieren dürfen und der zweite Porsche 914 6 GT im Bild, ebenfalls von einem Max gesteuert, nämlich von Max Keinzinger, beides 2-Liter-Piloten, der wird in diesem Augenblick überrundet von diesem Porsche-D-Zug mit Otto Rensing und mit Nick Salewski. Ich höre gerade, der Rensing fährt gar nicht, also doch Michael Hess. Also große Konfusion. Ich meine, wenn man auf den Helm schaut, dass es Otto Rensing sei. Aber gut, schauen wir einfach gleich nochmal ein bisschen genauer hinein und in aller Not lösen wir das dann im Siegerinterview später auf. Also zwischen diesen beiden ist die Messe noch lange nicht gelesen. Die werden das möglicherweise bis zu den letzten Runden und auf
auf den letzten Metern hier ausfechten. Zalewski kontra Hess, Schrägstrich Rensing. Also bleiben wir jetzt mal bei Michael Hess, der Ehre halber. Der Dürener Kaufmann, seit vielen, vielen Jahren ist der im Motorsport unterwegs, verliert seine Position, aber in diesem Moment ein ausgewiesener Langstreckenpilot, hat fast jedes 24-Stunden-Rennen seit 1988 auf der Nürburgring-Nordschleife bestritten. Sehr, sehr zuverlässiger Fahrer, der sich hier allerdings als sehr kampfstark erweist. Versucht es da immer wieder aus dem Windschatten, mal links, mal rechts. Das verunsichert natürlich den Vorausfahrenden in der Theorie, aber in der gelebten Praxis lässt sich Nick Zalewski davon jetzt überhaupt nicht beeindrucken, sondern bleibt zunächst einmal in seiner Position, ist jetzt also gesamte Vierter vor diesen beiden Duellanten. Ronny Scheer im BMW M1, der hat sich auf den dritten Rang nach vorne bringen können, nachdem er aus der vorletzten Reihe starten musste und jetzt also 5 Minuten vor dem Fallen der Zielflagge sich anschickt, einen Podiumsrang zu erobern. Ganz vorne aber Peter Mücke, der Gesamtführende. 4,47 Sekunden sein Vorsprung auf Michael Kammermann, den Zweitplatzierten. Dann Ronny Scheer, also 2 BMW M1-Piloten in der Verfolgung des Führenden Ford Zackspeed Capri Turbo. Dann das Duett dieser beiden Porsche-Piloten hier, Zalewski und dann Michael Hess, der Kraftwalzen-Porsche aus Düren, und diese beiden Gruppe 5-Fahrzeuge also im Paarlauf auf dem Red Bull Ring unterwegs. Da sehen wir ihn wieder im Bild und da hören wir vor allem wieder seinen 4-Zylinder-Turbomotor. Das ist Peter Mücke im gesamtführenden Ford Zackspeed Capri Turbo. Nach all dem Pech des gestrigen Qualifyings, nach dem Feuer, also jetzt überhaupt nichts mehr zu bemerken von irgendeiner technischen Schwäche, sondern er macht das ganz, ganz routiniert und verteidigt im Augenblick seine Tabellenführung. Und das könnte sein Meisterstück werden hier auf dem Red Bull Ring für ein Auto, das er gemeinsam mit seinem Sohn Stefan 11 Jahre lang restauriert hat. Das hat einmal in Malsch bei Karlsruhe in einem abgestellten Renntransporter auf einem Kirchplatz gestanden. Er hat Günther, hieß der Vorbesitzer, und dieses Auto zuletzt in Skandinavien eingesetzt. 1994 großer Sieger beim Grand Prix Dänemark auf dem Jyllandsringen. Dann viele, viele Jahre nicht mehr eingesetzt worden und dann von Vater und Sohn Mücke abgeholt, aus dem Dornröschenschlaf erweckt und seit 2014 wieder im Renneinsatz. Mücke jetzt auf der Start- und Zielgeraden unterwegs. 3 Minuten und 25 Sekunden verbleiben in diesem Rennen. Der Vorsprung jetzt angewachsen auf 6,925 Sekunden. Michael Kammermann scheint es ein bisschen aufgesteckt zu haben, scheint eingesehen zu haben, dass er auf eigener Kraft an den führenden Ford Capri Turbo natürlich nicht herankommt und vielleicht nur darauf hoffen kann, dass der Vorausfahrende nochmal seine Fahrt verlangsamt. Anton Werner im Bild, das ist der gesamte Neunte im Audi Coupé Quattro. Hans-Ulrich Keinzinger im nachfolgenden Porsche 911 ST, der Tabellenzweite an gesamt 16. Stelle, der muss natürlich jetzt darauf hoffen, dass er in seiner Klasse möglichst gut punkten kann. Das ist nämlich auch ein großes Thema im DTM Classic DRM Cup. Da kommen verschiedene Klassen zur Austragung und damit ist nicht immer der, der ganz vorne ist in so einem Rennen im Gesamtklassement, auch der, der die meisten Punkte bekommt, sondern wenn es einen Kombattanten gibt, der in einer besonders stark besetzten Klasse an den Start geht, kann der möglicherweise sogar mehr Punkte einfahren, weil es einen Koeffizienten gibt, der nach der Anzahl der Klassengegner berechnet wird. Also es lohnt sich immer, in einer populären Klasse an den Start zu gehen, in der viele Piloten unterwegs sind. Dann gibt es entsprechend üppigen Punktesegen. Peter Zimmermann im Bildvordergrund, der war heute Morgen mit seinem BMW 2002 ohne gezeitete Runde im Qualifying unterwegs, ist aber jetzt im Rennen an 19. Position unterwegs, startet in der Klasse 5, genauso wie Max Ilkner und Max Keinzinger und auch wie der Pole Lukas Rawecki. Das ist die 2-Liter-Klasse. Das Rennen im Rennen habe ich Ihnen ja schon einmal präsentiert und diese 2-Liter-Piloten eben auch sehr, sehr spektakulär unterwegs. Aber diese beiden hier, die sorgen für richtig gute Unterhaltung. Michael Hess im Kraftwalzen-Porsche und Nick Zalewski im nachfolgenden himmelblauen Porsche 911 RSR von BSM Zalewski. Das ist das Unternehmen des Rennsporttechnikers Edgar Zalewski, der ebenfalls Rennfahrer ist. Gebürtiger Aachener, heute in Eupen in Belgien zu Hause in der Nähe von Spa-Francorchamps. Da kommt zum Überrundungsmanöver zwischen Peter Mücke und seinem Namensvetter Peter Zimmermann im BMW 2002. Natürlich zwei Welten. Der Ford Zackspeed Capri
Ducati ein reiner Rennsportwagen. Aber einer steht im Abseits und der steht vor allen Dingen in der Schusslinie für meine Begriffe. Da werden die gelben Flaggen geschwenkt bei Ronny Scheer, der bisher der Drittplatzierte gewesen ist im BMW M1. Meine Güte, der erwischt einen rabenschwarzen Tag. Heute Morgen der Reifenschaden im Qualifying. Jetzt steht er neben der Strecke und Sie sehen, wo der steht. Das ist jetzt nur wirklich eine Stelle, wo man so ein Auto nicht parken sollte. Da hebt er die Heckhaube hoch. Da gibt es möglicherweise einen Motorenausfall. Sonst wird er da nicht unter die Heckhaube schauen. Ronny Scheer, der groß gewachsene Pilot aus Dresden. Und Sie sehen eingeblendet Yellow Flag, gelbe Flagge. Zum Glück keine rote. Das heißt, dieses Rennen wird zunächst einmal regulär weitergeführt. Hat damit zu tun, dass der BMW M1 auf der rechten Fahrbahnseite steht. Die eigentliche Schusslinie, die Gefahrenzone liegt in dieser Kurve aber am linken Fahrbahnrand. Und das ist der Grund, warum dieses Rennen unter Gelb weiterläuft. Bedeutet für die Piloten natürlich Überholverbot. Zumindest bis zu der Stelle, an der diese gelben Flaggen eben nicht mehr geschwenkt werden. Das ist jetzt der Fall. Sie sehen Lukas Rawecki im Bildvordergrund, hat Michael Mayer jetzt in seinem Nacken. Peter Mücke versucht einen Überrundungsvorgang gegen den Salewski Porsche. Der sieht ihn aber nicht. Da wurde es mal ganz, ganz eng zwischen diesen beiden. Hui, da hätte es jetzt fast die nächste Nachtschicht bei Mücke Motorsport gegeben. Zum Glück keine Berührung dieser beiden. Peter Mücke versucht jetzt sich auch mit großem Abstand an Michael Hess vorbeizuschieben. Ronny Scheer hat seinen Helm abgenommen. Vor zwei Wochen in Spa-Francorchamps noch im Ford Sierra RS 500 Cosworth unterwegs. Der Mann, der für sehr viel Unterhaltung sorgte, mit zwei kampfstarken Rennen im DTM Classic Cup, jetzt mit abgenommenem Helm. Das bedeutet, dass einer der Porsche-Piloten aufs Podium fahren wird. Nicht etwa der Österreicher Josef Schmiedelbauer, den sehen Sie hier im Feld, mit seinem Porsche Carrera RS 3,0, das schmalbereifte Auto, sondern natürlich diese beiden RSR-Modelle vor ihm. Michael Hess oder Nick Salewski. Diese beiden werden die Partie ausfechten um den verbleibenden Podiumsrang, während Peter Mücke jetzt wahrscheinlich mit großer Genugtuung zur Kenntnis nimmt, dass die 25 Rennminuten abgelaufen sind. Der kann jetzt Ladedruck zurücknehmen, der kann Drehzahl zurücknehmen und muss in dieser verbleibenden letzten Runde, die in diesem Augenblick auf dem Red Bull Ring beginnt, eigentlich nur noch das Auto um den Kurs tragen, rollen lassen, volle Punktzahl einkassieren. Und dann wird seiner Mannschaft, angeführt von seinem Sohn Stefan Mücke, wahrscheinlich ein riesengroßer Stein vom Herzen fallen, wenn dieses Auto, an das gestern kein Mensch mehr geglaubt hat, jetzt tatsächlich dieses Rennen zu Ende fährt und möglicherweise sogar dieses Rennen als Siegerwagen abschließen kann. Das wäre natürlich eine tolle Geschichte und ein riesengroßer Kompetenzbeweis für diese Mannschaft. Der nächste BMW M1 am Streckenrand, das ist Axel Hagemann aus Bünden. Der hat an gesamte 10. Position gelegen, muss jetzt seinen BMW M1 ausrollen lassen. Das würde bedeuten, dass ein Tourenwagenpilot in die Top 10 fährt, nämlich Wolfgang Kaup mit dem Opel Kadett C. Das ist eine zweitürige giftgrüne Limousine, liegt jetzt noch an gesamt 11. Position, wird sich jetzt nach vorne schieben können. Da sehen Sie es wieder, geschwenkte gelbe Flaggen. Das bedeutet wiederum Überholverbot. Das wird Michael Hess sehr freuen, weil der Nachfolgende darf natürlich jetzt überhaupt keinen Angriff mehr vortragen. Und Peter Mücke, der ist ganz routiniert unterwegs an der Stelle vorbeigekommen zum letzten Mal in diesem Rennen, an der es gestern gebrannt hat. Da wird er nochmal mit entsprechender Wehmut hingeschaut haben. Da hätte sich diese beinahe Katastrophe entwickelt. Aber schauen Sie mal, dieses Auto nach wie vor rollfähig, an einem Stück alles gut gegangen. Und möglicherweise jetzt der große Sieger auf dem Red Bull Ring. Im Bildvordergrund Ulrich Klösser im 11. platzierten Ford Escort Hundeknochen BDA. Und hinter ihm Peter Mücke, der 75-jährige Tabellenführer aus Berlin-Altglienicke. Jetzt biegt er ein in die Start- und Zielgeraden. Nur noch ein paar Meter, bis er die schwarz-weiß karierte Flagge sieht. Und da ist sie schon. Der Sieg für Peter Mücke. Und das ist nur wirklich einen dicken Applaus wert, meine Damen und Herren, die Sie hier auf der Tribüne sind, auf dem Red Bull Ring. Das Auto, das gestern lichterloh in Flammen stand, heute der große Sieger nach 17 Runden. Und vielen Dank, ich habe den Bildbeweis zur Kenntnis genommen. Sehr, sehr schön. Und auch die anderen Piloten haben eigentlich einen Applaus verdient. Eine verdammt tolle Show hier. Das fahrende Geschichtsbuch der Deutschen Rennsportmeisterschaft. Es sorgt immer wieder für große Unterhaltung. Und das wird es auch morgen tun. Also das gleiche Programm morgen noch einmal mit dem Qualifying um 8.50 Uhr und dem Rennen am Nachmittag. Ich habe mir sagen lassen, es wird Regen geben. Also das wird dann auch nochmal ein besonderes Element der Unterhaltung werden. Und wer weiß, was wir morgen hier für eine Partie bei möglicherweise nassem Geläuf dann erleben werden. Also
für diejenigen, die nicht hier vor Ort sind, merken Sie sich das vor, ne? Morgen Nachmittag nichts vornehmen, nicht aus dem Haus gehen, sondern Livestream einschalten und den DTM Classic DRM Cup genießen. Das ist ein Genuss und das gilt auch für all diejenigen, die jetzt die Ziellinie überqueren. Michael Kammermann, der Zweitplatzierte im Ziel im BMW M1 Pro Car, sein Rückstand am Schluss über eine Minute. Also da ist ihm der Peter Mücke wirklich noch auf und davon gefahren. Michael Hess, der Drittplatzierte im schnellsten Porsche, und Andreas Diering, den Sie hier im Bild sehen, der BMW M1 im Design des unvergessenen Österreichers Markus Höttinger, der beendet dieses Rennen an gesamt 13. Position. Auslaufrunde mit Winke Winke, also so ein bisschen Nürburgring-Nordschleifen-Atmosphäre. Da gab es ja einen kleinen Mann aus Wuppertal, der hat das mit großer Perfektion gelebt. Das war Edgar Dören, der bei seinen Nordschleifen-Einsätzen jedes Mal den Leuten zugewinkt hat. Und da sehen Sie jetzt nochmal die Schlüsselszene des gestrigen Qualifyings. Das da ist der heutige Siegerwagen. Und schauen Sie mal für all diejenigen, die das gestern nicht miterlebt haben, was da passiert. Da züngeln die Flammen aus dem rechten Rathaus, aus der Motorhaube. Und kein Mensch hätte auf dieses Auto gewettet, das lichterloh in Flammen gestanden hat. Und 24 Stunden später der große Sieger ist auf dem Red Bull Ring. Bin mal sehr gespannt auf das Siegerinterview mit Maren Braun. Da wird der Peter Mücke mit Sicherheit bei all seiner Routine, die der Mann natürlich hat, wahrscheinlich auch ein Freudentränchen vergießen. Und wer würde ihm das vergönnen oder missgönnen? Da ist noch einmal die Zieldurchfahrt für den Ford Zackspeed Capri Turbo im Würth Kraus Originaldesign. So ist Klaus Ludwig aus Bonn-Reusdorf 1980 in der deutschen Rennsportmeisterschaft an den Start gegangen und auch einmal beim 1000-Kilometer-Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife im Mai 1980 gemeinsam mit Jochen Maas, der damals noch Formel-1-Pilot gewesen ist. Jetzt kommt der Siegerwagen in die Boxengasse hineingerollt, auch Michael Hess im drittplatzierten Kraftwalzen Porsche Carrera RSR Gruppe 5 kommt jetzt in die Box hineingerollt und wir warten jetzt eigentlich noch auf den zweitplatzierten Michael Kammermann. Da wird einer jetzt am Abschlepphaken über den Zielstrich gezogen. Das ist der einheimische Matthäus Rass mit seinem BMW 2002, der dieses Rennen natürlich nicht mehr in Wertung beendet. Das ist klar, Zielstrich überfahren am Abschleppwagen. Das gilt nun nicht. Man muss es schon aus eigener Motorenkraft über die Distanz bringen. Und Sie sehen die Grafik mit den entsprechenden Platzierungen hier auf dem Red Bull Ring. Und jetzt die Studien der drei Erstplatzierten. Bitte schön.
Ja, die erfolgreichen Piloten auf dem Red Bull Ring. Das im Bild ist der zweitplatzierte Michael Kammermann, der Schweizer mit dem BMW M1. Ist er auf den zweiten Rang nach vorne gefahren. Das war der Trainingsschnellste auch hier auf dem Red Bull Ring. Und da gibt es jetzt den Glückwunsch an den großen Sieger Peter Mücke. Und für all die, die jetzt irgendwie mitgerechnet haben mit ihrem Rechenschieber, ist er denn jetzt Meister? Ja, sehr, sehr gute Frage. Ich weiß nicht, ob wir es auflösen können im Verlauf dieser Siegerehrung. Da sind auf jeden Fall diese wunderschönen Trophäen und die Glastrophäe mit dem gläsernen Bullen. Und da hören Sie schon die Stimme von Walter Zipser. Es geht los mit der Siegerehrung. Top 3, bitte kurz zusammenrücken für unsere Fotos. Michael Hess, Michael Kammermann und Peter Mücke. Der erste Lauf der DTM Classic 2002 auf dem Red Bull Ring. Jetzt dürfen die Gentlemen ein Kaltgetränk zu sich nehmen. So, jetzt wollen wir natürlich auch noch mal reden mit den Siegern. Auf jeden Fall fangen wir mal an mit dem Drittplatzierten, Michael Hess. Ein hartes Rennen, in dem du ordentlich kämpfen musstest. Wir haben den beiden Porsche RSR zugeschaut bei dem Kampf auf der Strecke. Den Kampf selber zu führen am Steuer war mit Sicherheit ein sehr schönes Erlebnis. Nehmen uns mal mit. Ja, hat Spaß gemacht. Edgar kam auf. Ich war ein bisschen überrascht, dass er so gut unterwegs war heute, muss ich zugeben. Und er hat mich ganz schön unter Druck gesetzt. Am Ende, naja, ging es dann gut aus für mich. Und ich war eigentlich überrascht, dass ich dann Dritter war am Ende, weil ich hatte nicht so genau mitzählen können. War mir nicht sicher, Dritter oder Vierter. Aber es hat ja auch zwischendurch Verschiebungen gegeben durch Ausfälle. Und ja, insofern bin ich froh, dass es jetzt zum dritten Platz gereicht hat. Sehr schön, super. Dann genießt dieses Gefühl. Und wir gucken jetzt mal, ob wir noch mit dem Sieger sprechen können. Zupf ihn doch mal am Ärmel für mich, Michael. Dann holen wir ihn jetzt einfach mal hierher. Der
Genau, der große Sieger, Peter Mücke. Also es ist ja nichts Neues, Peter, Glückwunsch erstmal. Es ist ja nichts Neues, dich ganz oben auf dem Siegerpodest zu sehen. Aber heute war das, glaube ich, ein ganz besonderer Sieg im doppelten Sinne, denn wir alle standen gestern um genau diese Zeit ziemlich ratlos vor einem schwer beschädigten Ford Capri, der heute lief wie am Schnürchen. Eigentlich nicht, weil ich hatte keine Leistung. Hatte gereicht. Nur 0,9 Bar Ladedruck, das ist ja auch nicht bei dem Ding. Aber das ist egal, es war ein super Rennen, war eins der schwersten, die ich hatte. Aber ich habe was bei lernen können und das ist schon mal der wichtige Teil. Ja, und der Capri, die Jungs haben bis heute Nacht um 4 Uhr geschraubt. Ich selber bin gestern noch 500 Kilometer unterwegs gewesen, bis um 12 Uhr, klar, Teile holen. Sonst wäre es nicht gegangen, weil die Löschanlage war ja leer und ohne darfst du nicht fahren. War ein harter Weg, aber wenn es dann belohnt wird, dann ist es schön. Doppelter Applaus, wirklich. Er hat ja gestern vor dem Auto gestanden im Fahrerlager und hat gesagt, und wenn ich quer durch Deutschland fahren muss, um die Teile zu besorgen, dieses Auto steht morgen am Start. Er hat dieses Versprechen eingelöst und noch den Sieg heimgefahren. Wir alle sind uns noch nicht ganz sicher, ob es jetzt auch schon heute für die Meisterschaft gereicht hat, aber ich glaube, die kann dir keiner mehr nehmen. Ehrlich gesagt, das ist mir auch egal. Ich will den Spaß haben. Und wie du sagst, ich bin gestern bis kurz vor Passau gewesen. Unglaublich, unglaublich. Aber nie aufheben. Und das haben wir so lange, wie ich Motorsport mache, gemacht und haben oft eine Belohnung gekriegt, heute auch. Ganz genau. Genießt das wirklich. Ihr habt es euch hart verdient. Ganz großes Kompliment. Peter Mücke. So, und jetzt schauen wir nochmal, ob wir der Michael Kammermann, der sitzt da vorne oder steht da vorne noch im Interview. Dann würde ich sagen, wir machen die Sendung jetzt einfach mal zu. Freuen uns mit Peter Mücke und seiner Mannschaft, dass sich dieser unglaubliche Einsatz gelohnt hat. Und das zeigt auch einmal mehr, mit wie viel Herzblut hier jeder am Start ist, der in dieser DTM-Klassik mit dabei ist. Und da wird nicht aufgegeben, da wird gekämpft bis zum Letzten. Also, wenn ihr oder sie euch gern mal zwischendurch auch schlau machen wollt zum Thema DTM-Klassik, dann kann ich euch noch ans Herz legen, dass ihr einfach mal bei Twitter oder Facebook vorbeischaut. Also auf Twitter findet man die DTM-Klassik unter Klassik DTM und bei Facebook ist es DTM-Klassik. Einfach eingeben und mal schauen, was sich so tut hinter den Kulissen. Wir sind natürlich morgen auch wieder da, 16.10 Uhr mit diesem Livestream und nehmen euch auch wieder gerne mit hinter die Kulissen. Schauen wir mal, was die Herren hier mit ihren historischen, tollen Fahrzeugen morgen auf den Asphalt des Red Bull Rings zaubern. Also bis dahin eine gute Zeit und ciao, ciao. Ja, danke Maren für diesen tollen Abschluss und eins muss ich noch hinzufügen. Morgen um 8.50 Uhr das zweite Qualifying hier auf dem Red Bull Ring natürlich auch wieder live. Schalten Sie ein, erzählen Sie es weiter, bleiben Sie uns vor allen Dingen gewogen und bis morgen früh zum zweiten Quali bin ich Ihr und Euer Carsten Krome. Und ich bin raus. Dankeschön!